Und zack. Festhalten. Runter geht es. Und da gehen wir noch nicht hin, weil das ist der schwierige Raum. Deswegen gehen wir erstmal hier hin, wo uns ein großer, weiter Weg erwartet. Und am Ende wieder so ein... Was ist das eigentlich? Ist das Poseidon? Ich glaube eigentlich nicht. So ein komischer Steinkopf erwartet uns. Mit einer Stange davor, an der wir uns hochklettern, hochziehen können. Und... Hep. Auch hier gibt es wieder ein paar Items. Nichts Spektakuläres, aber man sollte sie halt mitnehmen. Schrotmunition und... Was ist das? Normale Pfeile. Und eine weitere Poseidon-Statue. Wer hätte es gedacht? Ne, der Typ ist Poseidon, aber der da unten... Das sah anders aus, oder? Oder das da? Oder die da? Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob diese großen Steinköpfe, ob das Männlein oder Weiblein ist. Einmal. Hep! Und... Hier rüber. Das heißt, es war dumm, das Gefährliche am Schluss zu machen. Das war eigentlich sogar sehr dumm. Weil der Geist kam ja in der Zwischenzeit und jetzt müsste ich extra nochmal hoch, wenn ich mich heilen will. So hätte ich da einfach zwischendurch mal eben hochgekonnt. Jetzt ist das voll der Umweg. Egal. Ist ja kein Speedrun hier. Und ja, das wäre der letzte Raum. Er ist ein bisschen sketchy, weil er einfach ein bisschen verbuggt ist. Man kann sich jetzt hier zur Seite... Ja, das meine ich. Aber es geht so, glaubt mir. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nach dem Geist hier gar nicht gespeichert habe. Das heißt, ich kann diesen Raum tatsächlich noch als erstes machen. Jetzt muss ich das aber halt auch nur können, ne? So. Ja, und es geht halt echt nicht anders. Man muss es so machen. So, einmal vorkriechen. Und hier liegt wieder Zeug rum. Nicht allzu viel, nur ein kleines Medipack. Mehr gibt's hier nicht. Und... Dreizack benutzen. Raus kommt man im Grunde genommen, wie man reingekommen ist. Nur, dass man jetzt halt von Skeletten verfolgt wird. Auf einmal. Und das Ganze ein bisschen zu Komplikationen führen kann, wenn man hier rausklettern will gerade. Bin mal gespannt, ob das jetzt auch passiert. Ja, sowas meine ich. Mir ist es teilweise auch passiert, dass sie dann irgendwie in der Luft ein Feld zurückteleportiert wurde und dann sich hier vor dem Feuer irgendwo in der Luft runtergelassen hat. Mal schauen, wenn ich jetzt nochmal sterbe, vielleicht passiert es mir ja, dann zeige ich euch das. Ja, genau das meine ich. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und hätten wir jetzt schon alle vier Dreizacken eingesetzt, dann könnte ich auch hier vorrennen und mit einer Rolle mich irgendwie da versehentlich runterglitschen. Wobei, also was wir durch die vier Wasserflüsse freischalten, ist Wasser in dieser Grube, aber irgendwie könnte ich mich dann durch das Wasser glitschen und da unten tot sterben. Ah ja, und ich habe die Reihenfolge nochmal geändert. Ich fand es sinnvoller, das zuerst zu machen und dann den anderen Feuerraum, weil das hier ist auch ein Feuerraum gewissermaßen. Und als letztes habe ich jetzt den Raum gemacht, wo man den Eisgeist freilässt. Ganz einfach, weil man sich dann nochmal wirklich zum Schluss voll heilen kann. So, das mit dem Leben wurde mir am Ende doch nochmal ein bisschen knapper, als mir lieb ist. Und
Wie sehr habe ich jetzt eigentlich an der gleichen Stelle gespeichert? Das könnte so... Moment. Ich habe gerade meinem Positionseditor nachgeschaut und es ist literally die gleiche Stelle, nur waren wir um einen Grad anders gedreht. Und wir waren auf einer anderen Höhe. Was interessant ist. Aber ich denke mal, es liegt daran, dass dieser Raum ausgetauscht würde irgendwie durch einen Raum, in dem Wasser fließt und das sich einfach auf einer anderen Höhe befindet oder so. Ja, übrigens, Pro-Tipp fürs echte Leben. Falls ihr so eine Stelle seht, niedriges, schnell fließendes Wasser oder egal, ob es schnell fließend ist oder nicht, stellt euch da nicht rein. Das ist meistens sehr stark, da könnt ihr nicht drin stehen. Also, das reißt euch mit. Und was zum Henker? Hä? Das meinte ich vorhin mit, ich bin da einfach runtergerutscht. Hä? Okay, ich schwöre euch, ich habe nichts getan an der Position. Ich weiß nicht, warum das passiert. Muss ich vielleicht erst hier runter? Irgendwie so und dann... Okay, Leute, ist ein Bug oder Glitch. Ich habe nachgeschaut, andere haben den auch. Aber ich habe tatsächlich selbst herausgefunden, wie man den behebt. Und zwar in dem Playthrough, wo ich abgespeichert habe, wo ich hier alle vier Wasserflüsse zum Laufen gebracht habe, bin ich wieder über diese Flamme geglitscht und die Lösung ist einfach, man muss nochmal ganz kurz auf dieses Feld gehen, damit man irgendeinen Trigger aktiviert im Spiel und tadatata, man kann hier runter und Wasser wird existieren. Den Bug gibt es übrigens auch auf der PlayStation, habe ich jetzt gelesen, also wenn er euch passiert, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Vielleicht sollte ich sogar die Folge danach benennen, damit Leute das auch finden. Aber jetzt genießen wir erst einmal den Tomb Raider Main Theme, denn den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Oh nein, euch hingegen habe ich schon viel zu oft gehört in letzter Zeit. Kann ich gerne verzichten, da laufe ich einfach mal direkt weiter. Kein Bock auf euch. Auf euch kann ich auch verzichten, aber bei euch weiß ich zum Glück, wie ich euch losbekomme, denn hier ist ein Totem. Und da drüben tatsächlich auch, wie man unschwer erkennen kann. Man muss nur erstmal auf die Idee kommen, dass man diese fetten Krüge, in denen die Dinger sind, überhaupt zerschießen kann. So, hier schmilzt wieder Boden weg. Ist in dem Wasser eigentlich irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Nein. Und nochmals nein. Und ich glaube, hier habe ich schon reingeschaut. Aber ey, stehen bleiben. Und nochmals nein. Gut. Ja, hier haben wir wieder einen Gang. Einen langen und verworrenen. Und er führt uns an einen Ort, den wir schon kennen. Und erstmal in ein neues Level. Also, nicht in ein neues Level, denn wir befinden uns jetzt wieder an den Küstenruinen und haben eine weitere Türe gefunden, die wir jetzt öffnen können. Diesmal sogar ganz ohne nerviges Skelett. Ist das nicht toll? Und diesmal lohnt sich tatsächlich, hier rauszugehen, denn jetzt hat Jean-Yves ein neues Gespräch für uns. Dann hören wir uns doch mal an, was er uns zu sagen hat. Sei gegrüßt, Lara. Denk dran, irgendwo in den Katakomben müssen sich die Hinweise befinden, die dich zur Palastanlage der Kleopatra führen. Von Croy hat noch keine Ahnung, dass du die Bibliothek gefunden hast. Aber wie ich über meine Verbindungsleute erfahren habe, soll er hier in der Stadt neue Helfer rekrutiert haben. Er steht völlig außer Zweifel, dass er fieberhaft nach einem anderen Zugang sucht. Im Moment sind wir noch im Vorteil. Aber ich fürchte, du wirst schnell handeln müssen, wenn wir weiter die Nase vorn behalten wollen. Denk dran, dass die große Bibliothek so etwas wie die Universität des alten Alexandria war. Sie steckt immer noch voller Wissen, Rätsel und Überraschungen. Du musst ganz schön auf Draht sein, um dadurch zu kommen. Viel Glück, mein Freund.
Viel Glück, mein Freund. Nicht Freundin. Hallo. Genderisierung und so. Ich glaube allerdings, wir haben ein Gespräch überhört oder übersehen. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall, das hat er uns zu sagen. Wir sollen in die Bibliothek gehen und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Wir stehen eigentlich kurz davor.